So, es ist 14 Uhr. Ich begrüße alle hier im Chat und in der Videokonferenz. Genau, wir haben heute einen Gast hier, den Philipp Köhler vom Deutschen Roten Kreuz. Ja, Philipp, erstmal schön, dass du da bist. Sag mal kurz Hallo, dass wir dich hier mal alle sehen. Köhler, ich leite die Unternehmenskommunikation beim Deutschen Roten Kreuz, beim Rettungsdienst Rhein-Hessen-Nahe in Mainz. Und Videostreaming gehört bei uns auch zu den Tools der Öffentlichkeitsarbeit und freue mich sehr, dass der Tobi mich heute eingeladen hat. Ja, sehr gerne, Philipp. Okay. Es soll ja heute in dem EduTalk darum gehen, auf dem Weg zum eigenen Streaming- und Webinarstudio auch ein bisschen spielerisch, ein bisschen mal Blick auf die Hardware werfen. Der Philipp testet jetzt gerade seine Bildschirmfreigabe. Sie funktioniert, das sehen wir jetzt. Genau, wir wollen heute einfach mal schauen, was für Möglichkeiten gibt es denn im, ich sag mal, Streaming-Einsatz. Ich heb die mal gerade auf. Was für Technik gibt es? Mikrofone, Kameras, was für Gadgets? Das heißt, wie kommt der Ton, den ich haben möchte, auch in das richtige Gerät rein? Und vor allen Dingen auch, in welchen Preisklassen bewegen wir uns da? Und das soll heute so ein bisschen auch Ziel sein, auch ein bisschen Orientierung sein. Vorneweg, wir kriegen natürlich auch keine Provision oder Werbung oder Gebühren von jetzt irgendwelchen Herstellern, die uns jetzt hier irgendwas zur Verfügung gestellt haben. Das sind jetzt einfach alles Geräte, die wir selber nutzen, angeschafft haben und eben, ja, wir reden über unsere Erfahrungen, die wir damit gemacht haben. Und da darf man das Kind, glaube ich, auch mal beim Namen nennen. Grundsätzlich, ich schalte Sie jetzt erstmal alle stumm, weil in der Sprecheransicht dann halt entweder der Philipp Köhler oder ich dann auch zu sehen sind mit dem, was wir zeigen. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, Sie können Ihr Mikrofon gerne aktivieren, ins Gespräch einsteigen oder eben über Facebook und genauso den Chat, ja, die Fragen stellen. Gut, ja, lieber Philipp, wir hatten uns ja so ein bisschen was überlegt für heute. Wir wollten erst mal anfangen, dass du uns einfach mal zeigst, ich sag mal auch so vom Low-Budget-Bereich, was für Möglichkeiten es gibt. Und dann wolltest du uns ein oder zwei Programme auch mal vorstellen, mit denen du Erfahrung gesammelt hast. Und ja, zwei Projekte, die du uns auch noch mal vorstellen möchtest. Würde ich dir jetzt einfach mal das Wort geben, Philipp. Wir möchten heute mal zeigen, was im Streaming-Bereich da alles so möglich ist. Für ganz kleines Geld, für mittleres Geld und nach oben sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Beim Roten Kreuz haben wir zwei Projekte letztendlich gestartet schon mal. Das eine Mal war eine Kochshow im Rahmen unserer DRK-Gesundheitswochen. Das war eher so eine stationäre Geschichte. Und dann haben wir als ja, tatsächlich große Produktion den Online-Girls Day gemacht, weil, wie Sie alle wissen, sind viele Veranstaltungen ausgefallen. Dazu zählt auch der Girls Day, wo wir jedes Jahr eigentlich 125 Mädchen bei uns in Mainz begrüßen und in den anderen Wachenstandorten. Und da haben wir uns überlegt, das verlagern wir einfach mal ins Netz. Und wie wir das alles gemacht haben, das würde ich gerne anhand von zwei Best-Practice-Beispielen zeigen. Genau. Tobi, hast du noch ein Thema? Ansonsten würde ich direkt schon loslegen und meinen Bildschirm teilen, damit die Leute das entsprechend sehen können. Nee, ich würde sagen, Philipp, leg einfach los und ich werde dann mit meinem Setting und meinem Thema dann an dich einfach anschließen. Bitte schön. Perfekt. So, Bildschirm ist angekommen bei euch. Ja, läuft alles. Prima. Dann werde ich das nochmal hier an der Stelle kurz zeigen. Also, hier sehen wir den Online Girls Day. Das heißt, wir haben eine kleine Webseite daraus gemacht. Wir haben anschließend die ganzen Inhalte da reingebaut. Das war unser Teaser-Video. Das haben wir ganz normal bei YouTube eingestellt, damit die Leute auf die Seite kamen. Dann hatten wir ein entsprechendes Programm, das haben wir uns vorher überlegt, das macht unheimlich viel Sinn, das haben wir auch gemerkt und es ist auch wichtig, dass jeder Teilnehmer den Programmleitfaden hat und damit immer klar ist,
Programmpunkt 1, danach kommt Programmpunkt 2 und es muss in der Regie auch immer klar sein, wie komme ich von 1 zu 2 mit welchem Kommando. Wir haben hier bei dem Online Girls Day ein Projekt gemacht in der Remote-Regie. Remote-Regie bedeutet, wir haben einen Raum gehabt, da saß jemand mit einem PC, da lief Zoom drauf als Meeting-Client, so wie wir das jetzt ja auch machen. Und derjenige hat dann immer zwischen den einzelnen Kameras, also quasi zwischen den einzelnen Sprechern hin und her geschaltet. Als Kameras hatten wir einen ganz normalen Camcorder, den haben wir angeschlossen und an den PC. Und da gibt es jetzt schon die erste Hürde. In vielen Einrichtungen gibt es Spiegelreflexkameras, die können filmen. Es gibt vielleicht auch einen kleinen Camcorder, es gibt eine günstige Videokamera, also vorhandenes Equipment. Jetzt wäre es ja wunderbar, wenn man diese Videokamera einfach in den Rechner stecken könnte und dann würde es funktionieren. Dem ist leider nicht so. Man braucht da ein kleines Helferlein. Und dieses kleine Helferlein, das zeige ich jetzt mal. Und zwar, kleinen Augenblick. Okay. Das macht er nicht. Dann halte ich es einfach in die Kamera und stelle die Kamera darauf hin. Tobi, ist es richtig, dass man mich nicht sieht? Moment, sehen wir nur deinen Namen, ja. Das ist... Ja. Hier habe ich das kleine Helferlein. Das zeige ich einfach mal und hebe es mal hier runter. Das ist der Webpresenter. So sieht er aus. Das ist ein kleines Kästchen, was nichts anderes macht, als einfach das HDMI-Signal umzudrehen. Das heißt, er sorgt dafür, dass der Computer keine Bildsignale ausgibt, sondern sie empfängt. Und da schließt man einfach den Camcorder dran an, steckt das kleine Kästchen dann in den Rechner rein, ganz einfach per USB, und dann funktioniert jede Kamera, jeder Camcorder ganz einfach wie eine Webcam. Insofern für Bildungseinrichtungen super, weil in vielen gibt es eben schon diese Camcorder, vielleicht auch schon etwas älter. Das ist alles nicht schlimm, das kann man alles wunderbar dafür benutzen. Also, Gadget Nummer 1 wäre eben eine solche Capture-Box, nennt sich das Ganze. Und da gibt es eben von Blackmagic den Webpresenter oder etwas deutlich günstiger, das Atem Mini. Das kann dann sogar 4 Kamerasignale aufzeichnen. Das heißt, wenn ich 4 Kameras habe, kann ich sogar einfach per Knopfdruck hin und her schalten. Das ist schon mal eine ganz nette Geschichte. Wir haben aber jetzt... Philipp, wenn ich mal kurz noch mal reingrätschen darf, das waren jetzt erstmal viele Geräte und viele Namen. Also wir werden auch in der Aufzeichnung die ganzen, ich sag mal, Bezeichnungen und Geräte, die wir hier nennen, auch natürlich mal aufschreiben. Und ja, Philipp, vielleicht danach auch hier einfach in den Chat mal mit reinnehmen. Das auf jeden Fall, Tobi, das können wir jederzeit machen, damit die Leute da auch im Nachgang was davon haben letztendlich. Wie haben wir es jetzt gemacht? Wir haben uns überlegt, wir brauchen Personal. Wir hatten Leute vor der Kamera, die was erzählt haben. Das ist meistens das kleinere Problem. Aber wir haben auch Leute natürlich für die Produktion gebraucht. Und hier haben wir abgesetzte Produktionsstandorte gehabt. Ganz klar gesprochen, wir hatten Leute, die saßen in einem kleinen Wohnzimmer. Das war so unser Talkstudio. Und dann haben wir natürlich auch Leute gehabt, eine Etage tiefer im Rettungswagen oder in der Fahrzeughalle. Und die mussten auch mit Bild versorgt werden. Wie haben wir das gemacht? Wir haben einfach ein ganz normales Smartphone genommen, haben da die mobile App von Zoom drauf installiert, haben uns damit ins Meeting geschaltet und die Regie hat einfach zwischen den einfachen Kameras hin und her geschaltet. Das war überhaupt gar kein Problem, erfordert keine großartige Technik und so ein Zoom-Raum kann bis zu 100 Leute, also auch bis zu 100 Kameras letztendlich zur Verfügung haben. Wichtig ist, dass die WLAN-Verbindung, in der das Handy drin hängt oder der LTE oder LTE, wenn es halt draußen ist, dass die sehr gut ist. Sonst hat man einfach ein schlechtes Bild, man hat Bildabbrüche und das ist keine gute Idee. Und jetzt kommt das Erste, was wir bei der ganzen Sache schmerzlich gelernt haben, der Ton. Oben im Studio, wo wir den Camcorder aufgestellt hatten mit einem schönen Mikrofon dran, war das alles kein Problem, wir hatten einen astreinen Ton. Ab dem Moment, wo die Smartphones ins Spiel kamen, war das schwierig. Schwierig deshalb, weil die Smartphone-Lautsprecher für wirklich das Telefonieren für ganz nahen Kontakt gemacht sind.
Wenn ich allerdings das Smartphone weiter weghalte, um jemanden zu filmen, dann ist die Tondistanz sehr groß. Was kann ich hier machen? Hier tut es ein einfacher Bluetooth-Kopfhörer, den ich demjenigen, der spricht, also dem, der die Geschichte erzählt, der was erklärt, letztendlich dem Schauspieler, einfach ins Ohr stecke. Damit ist alles gelöst. Einfach per Bluetooth ans Handy anschließen und schon hat man auch das Tonproblem gelöst. Und so hatten wir einen Girls Day, den haben wir dann über Zoom. Da kann man nämlich freigeben, dass das Ganze auch auf YouTube oder Facebook gestreamt werden darf. Das haben wir dann freigegeben in dem Moment. Und die Mädchen konnten sich das dann auf Facebook anschauen. Facebook bietet außerdem die Möglichkeit, den Livestream in eine Webseite einzubetten, weil gerade bei Kindern nicht jedes Kind hat Facebook. Und ich finde, als gemeinnützige Organisation muss man eine Lösung schaffen, die auch außerhalb sozialer Netzwerke funktioniert. Und das haben wir eben gemacht, indem wir den Stream hier einfach eingebettet haben. Das war unser Studio. Das war dann eine der Live-Kameras. So sah die Kamera im Rettungswagen dann aus. Und direkt live zu den Leuten, die dort sitzen. Dort. Man hat am Anfang noch... Hier ist der Swag. Ja. Und das Ganze, wer es von Ihnen jetzt anschauen möchte, ist immer noch online unter drk24.de/onlinegirlsday. Das mal so zu unserem ersten Projekt. Das zweite Projekt war stationär. Das heißt, wir hatten drei Kameras in einem Raum. Das war damals unser erstes Projekt und da waren wir technikmäßig noch nicht ganz so unterwegs. Und deshalb würde ich den Tobias einfach jetzt mal bitten, das iPad einzuschalten von mir mit der Bildschirmübertragung. Weil jetzt zeige ich einfach mal eine App, die heißt Switcher Studio. Und Switcher Studio ist für 4 Wochen erstmal kostenlos und danach liegt so bei ungefähr 15 Euro pro Monat, also durchaus noch erschwinglich. Und Switcher Studio basiert auf ausschließlich mobilen Endgeräten. Das heißt, ich brauche keinen Camcorder, ich brauche keine großartige Toneinheit. Ich kann einfach in einem Raum 3, 4, 5, 6 Handys nehmen. Und bestenfalls ein Tablet als Zentrale. Und dann kann ich die Handys entsprechend positionieren. Für einen Gottesdienst zum Beispiel wunderbar. Ich kann das Haupt-iPad an den Pfarrer packen und dann verschiedene Perspektiven während des Gottesdienstes machen. Das Ganze wird per WLAN letztendlich daran angebunden. Und das zeige ich jetzt einfach mal, wie es aussieht. Meinen Bildschirm sieht man? Ja, alles prima. Wunderbar. Und das ist dieses Switcher-Studio, wo man wunderbarerweise Remote-Kamera einfach drückt und dann verbindet sich das iPad ganz automatisch mit eben dieser Switcher-App. Das ist eine wunderbare Sache. Und ich möchte jetzt einmal hier drauf eingehen in dem großen Bildschirm. Und gebe den einfach mal frei. Da kann man es nämlich ganz groß sehen. Kleinen Augenblick. Hier. Auf dem iPad sieht man es sehr gut. Ich habe hier 2 Bildschirmbildquellen. Das wäre jedes Mal ein anderes Smartphone. Das heißt, jedes Smartphone ist letztendlich eine Kamera, die per WLAN an das zentrale Gerät, das muss man einmal definieren, eingespielt wird. Und jetzt kommt die Besonderheit von Switcher. Manchmal, wenn jemand redet, ist es gut, wenn man unten drunter sagen kann, wer ist das? Um was geht es eigentlich? Und das geht mit Switcher ganz einfach. Man lädt sich auf das Handy eine Grafik und in dem Moment, wo man einfach mit dem Finger, so wie ich es jetzt hier mit der Maus mache, auf diese Grafik drückt, so wird diese automatisch ins Bild eingeblendet. Wenn ich nochmal drücke, ist sie wieder weg. Das heißt, es ist ganz leicht, wirklich per Tastendruck bei Switcher Bauchbinden zu setzen, Titeltafeln zu setzen, mit Untertiteln zu arbeiten, Grafikelemente einzubinden und das ist bei Switcher wirklich kinderleicht und absolut einfach machbar.
Auch bei Switcher kann ich zu YouTube streamen, ich kann zu Facebook streamen oder auch zu einem Server, den ich aufgesetzt habe. Auch das ist kein Problem. Das geht alles. Switcher hat nur eine einzige Einschränkung und das muss man vorher gut bedenken. Ich habe ja immer ein Hauptgerät. Das ist quasi die Regiezentrale. Da mache ich auch die Bauchbinden damit. Und ich habe sogenannte Remote-Geräte, also Fernkameras. Das sind die Smartphones, die einfach als Bildquelle zugeschaltet werden. Und ich habe es jetzt schon gesagt, als Bildquelle. Das heißt, der Ton kommt immer nur vom Hauptgerät. Und das ist die einzige Einschränkung bei Switcher, die man einfach gut bedenken muss. Ja, und so haben wir dann den Livestream vom Live-Cooking her gemacht. Hatten da über 100 Zuschauer, einfach mit den drei verschiedenen Kamerapositionen. Den Ton haben wir dann zentral aus der Mitte gezogen. Und das war wirklich eine super Sache. Tobi, so viel also zu unseren zwei Best-Practice-Beispielen. Und man muss dazu sagen, bei uns hat niemand irgendeine medientechnische Ausbildung. Das ging alles Learning by Doing. Wichtig ist, dass man es vorher einfach mal testet. Super. Habe ich gleich mal zwei Fragen an dich, Philipp. Und zum einen kommt hier über den Chat die Frage, funktioniert Switcher Studio nur mit Apple oder auch mit Android? Ja, wir haben es mit Apple gemacht. Aber es sollte auch mit Android funktionieren. Es gab mal eine Zeit, da gab es eben nur eine iPad-Version und eine iPhone-Version. Es gibt mittlerweile aber auch eine Android-Version. Da bin ich ein bisschen raus, weil wir bei uns nur dienstlich nur Apple-Geräte nutzen dürfen. Okay. Und zweite Frage, die ich jetzt habe, auf der Website stand noch Pricing. Das heißt, was kostet Switcher Studio? Ja, Switcher Studio ist für 14 Tage zum Testen absolut kostenfrei. Und dann liegt es bei aktuell $39 pro Monat. Da sind dann die meisten Features mit drin. Es gibt auch noch ein Paket für $75. Aber wir haben es mit den 14 Tagen gemacht. Und kleiner Tipp, der Testzeitraum ist immer auf eine E-Mail-Adresse gemappt, mit der man sich anmeldet. Ah, okay, gut. Nehmen wir das jetzt einfach mal so mit. Und als kleine Ergänzung zum Thema mobile Aufnahmen. Es gibt auch, ich sag mal, für Smartphones so schöne Halterung und Stative, modular mit Mikrofon, was man auch aufeinander bauen kann. Hier kann man jetzt auch ein Smartphone reinbauen, anschließen. Und das ist das Rode VideoMic. Das kostet 44 Euro. Und das macht für so mobile Sachen, gerade Interviews, wenn man das jemandem so hinhält, wirklich einen sehr guten Ton. Also das ist echt fantastisch. Kann ich auch für so mobile Interviews und mobile Geschichten sehr empfehlen. Tobi, an der Stelle dazu eine Frage. Viele nutzen ja vielleicht ein iPhone und bei dem iPhone ist es so, dass man unten ja nur diesen Lightning-Connector hat. Genau. Passt das Mikrofon auch auf den mitgelieferten Adapter und bekomme ich trotzdem Ton? Also ja, ich habe hier zwei Adapter und zwar ist der eine Adapter dafür da, dass Stereo-Ein- und Ausgang genutzt wird und eben nicht nur der Kopfhöreranschluss. Also das muss man bei den Rode-Mikrofonen auch immer beachten. Das kann man aber auch sehr gut nachlesen. Und das hier ist der ganz normale Lightning auf Klinke-Adapter. Das ist jetzt so ein Billigding, was ich mir mal nachbestellt habe, weil ich den von Apple verloren habe. Okay, also funktioniert es für kleines Geld auf allen Geräten. Super. Richtig, genau. Ja, ansonsten, das war jetzt ja so die mobile Lösung. Wollen wir mal ein paar Worte über, ich sag mal auch, stationäre Lösung reden? Das war jetzt ja mehr, wie gesagt, du warst ja unterwegs an vielen Orten, dezentral. Und ich für meinen Teil, ich mache jetzt ja auch mehr, ich sag mal, aus meinem Arbeitszimmer heraus diese Webinare. Und ja, es war auch nicht immer so, dass ich direkt komplett in so einem Setting hier gearbeitet habe, um einfach mal zu zeigen, wie so die ersten Edu-Talks ausgesehen haben. Oh, das ist die falsche Freigabe. Mist. Das ist, wenn man so viele Fenster hier auf hat und dann immer das Falsche freigibt. Einen Moment. So, genau, das ist hier. Das war auch mit einer der ersten. Mal den Ton mal weg. Bisschen vorspulen und im Endeffekt angefangen habe ich auch, wie du vorhin schon gesagt hast, mit normalen Bluetooth-Kopfhörern oder beziehungsweise mit einem einfachen USB-Headset und einer
ja relativ günstigen Logitech-Kamera, der C920. Also das heißt, für den Einstieg ist das auf jeden Fall brauchbar. Und ich empfehle eigentlich, ich greife mal hier auf meinen Techniktisch neben mich, für jeden auch mindestens irgendwie so ein USB-Headset, wenn man anfängt, auch länger was zu machen. Weil einfach Ton ist immer so eine Sache. In einem Raum ist schlechter Ton vielleicht noch ein bisschen vertretbar, aber wenn andere Leute einen Kopfhörer haben und jemand ein schlechtes Mikrofon hat, sind einfach die Störgeräusche unheimlich präsent im Ohr. Das vermindert die Aufmerksamkeitsspanne, man kriegt Kopfschmerzen und deswegen auf jeden Fall irgendwie ein Headset verwenden. Das ist jetzt ein Sennheiser-Headset, kostet in der Regel 25, 26 Euro. Im Moment um die 50, Corona lässt grüßen. Aber perspektivisch reicht sowas auf jeden Fall aus. Philipp, mit was habt ihr denn angefangen oder was nutzt du denn für, ich sag mal, andere Formate? Also wir machen ganz viel mobil. Das ist so eins unserer Besonderheiten dabei. Aber im stationären Bereich habe ich einen ganz normalen Sony-Camcorder. Das ist auch nichts Besonderes. Und der wird einfach per HDMI dann an das Blackmagic-Kästchen angeschlossen. Im Audiobereich haben wir ebenfalls, wie du, das Procaster-Mikrofon von Rode, was einfach einen sehr, sehr warmen, schönen Ton macht. Und ja, das ist so ein Punkt. Ist auch nicht so teuer, liegt bei 169 Euro. Gibt es auch günstiger, aber so ein großes Kondensatormikrofon empfiehlt sich da an der Stelle schon. Kopfhörer ist das, was du gezeigt hast, völlig ausreichend. Das ist dicke genug. Und bei Produktionen, wo es dann halt um mehrere Kameras geht im Studio, da nutzen wir dann, wie gesagt, das ATEM Mini. Da kann ich einfach meinen Camcorder hinten per HDMI-Kabel einstecken und dann wird das Signal an einen Computer oder einen Laptop übermittelt. Also mobil unterscheidet sich von stationär gar nicht mal so groß. Im Büro zum Beispiel nutze ich auch eine ganz normale Webcam von Logitech. Das ist ein kleines Teil, im Moment fast nicht zu bekommen, aber macht auch einen sehr ordentlichen Ton. Und an der Stelle wirklich nochmal den Aufruf, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen für die Optik. Weil wenn jemand ein schlechtes Bild hat von einem alten Smartphone-Display, dann ist es für den Zuschauer immer sehr anstrengend, demjenigen zu folgen. Und das macht es dann wirklich nicht rund. Und deshalb Optik und Ton ist was, wo man ein bisschen Geld investieren sollte. Genau. Aber Tobi, jetzt habe ich ein bisschen von mir erzählt. Mit was arbeitest du denn zum Beispiel? Wir haben schon über Zoom gesprochen. Gibt es denn da noch andere Tools, die man da benutzen kann, wenn man stationär streamen möchte? Ja, also vielleicht zeige ich das einfach mal anhand von meinem Setting. Ich bin ja wirklich in der luxuriösen Situation, zum einen auf festen Raum fürs Homeoffice auch zu haben, auch über Corona-Zeit hinaus, wo ich eben auch die Webinare und auch andere Videogeschichten produziere. Das heißt, ich hatte die letzten Jahre auch sehr viel Gelegenheit, mir hier auch ein Setting zusammenzustellen. Und das möchte ich jetzt auch einfach mal zeigen. Ich habe hier mehrere Kameras aufgebaut und eigentlich von weiter weg sieht dieses Setting jetzt auch erstmal so aus. Also das heißt, Sie sehen direkt hier vorne dran die Hauptkamera. Das ist im Prinzip eine Nikon Spiegelreflexkamera, die eigentlich auch somit das beste Bild macht. Diese Nikon-Kamera, die habe ich angeschlossen. Ich muss mal hier gerade schauen und auch noch mal umschalten. Genau, und zwar von Elgato gibt es einen Camlink 4K. Das ist so ein kleiner USB-Stick, wo man eben auf der anderen Seite ein HDMI-Kabel reinstöpselt. Also das heißt, von dem Setting her, das Bild geht dann einfach über den HDMI-Output von der Kamera in diesen Camlink-Adapter hier in meinen Laptop rein. Ton ist eine Sache, sehen, ich habe hier ein Funkmikrofon. Da zeige ich auch gleich, wie ich das angeschlossen habe. Ich habe sonst noch für weitere Zwecke weitere Kameras auch im Einsatz. Die Kamera, die ich jetzt gerade anhabe, das ist von Huttley, die IQ-Kamera. Ich will die mal gerade ganz kurz zeigen und auch, warum ich die nutze. Das ist jetzt von der Homepage, huttley.com, Konferenzkameras. Genau, das ist wirklich nur so ein kleines Gerät, 3-4 Zentimeter Kasten, die da steht. Aber das Schöne an dieser Kamera ist, Sie sehen es, sie hat einen sehr weitwinkligen Aufnahmebereich. Also die steht jetzt gerade mal 2 Meter von mir weg.
in einem Raum, der vielleicht 3,5 Meter breit ist und es wirkt einfach viel räumlicher. Und gerade für Videokonferenzen oder auch Interviews, Streaming, kann das Teil einen Meter vor mir stehen und 4 Leute passen ganz gemütlich nebeneinander. Wie gesagt, 150 Grad Aufnahmewinkel und auch ein sehr gutes Mikrofon. Das heißt, auch wenn ich jetzt 1,5 Meter davor stehe und normale Rede, überträgt das Mikrofon wirklich sehr gut. Ist allerdings Qualität, du sagst schon, Technik hat natürlich auch so seinen Preis und wir wollten ja auch in allen möglichen Preissegmenten auch mal gucken. So eine Huddle-Kamera liegt in dieser Version bei um die 800 Euro. Als weitere Kamera, es gibt sogenannte PTZ-Kamera, die sehen Sie jetzt rechts auf diesem Stativ. Genau hier, diese große, die hat nämlich den Vorteil, ich habe hier eine Fernbedienung und Sie sehen, wenn ich die Fernbedienung schwenke oder drücke, dann kann ich hier die Kamera im Prinzip fernsteuern. Ich schalte jetzt auch mal hier auf die gerade um. Wie gesagt, das ist jetzt von Logitech eine PTZ. PTZ steht für Pan, Tilt and Zoom, also neigbar, schwenkbar. Und das Schöne ist, diese Kamera, die hat auch einen optischen Zoom, einen 10-fachen optischen Zoom eingebaut. Das heißt, man kann dann jetzt hier wirklich auch bei Veranstaltungen über die Fernbedienung, muss nur die richtige Richtung drücken, ich sag mal, relativ nah an jemanden ranzoomen und hat dann eigentlich auch noch eine sehr gute Qualität, vor allen Dingen, ich sag mal, auch bei Tageslicht. Ja, für den Ton, ich hatte es schon gesagt, ich stehe mal auf und gehe hier mal kurz rüber. Ich nutze hier so ein normales Funkmikrofon. Das kennen Sie vielleicht auch noch aus Gemeindehäusern. Da hat man ja ganz oft auch Funkmikrofonanlage schon mit drin. Die können wir auch nutzen. Das Problem ist, wie du ja vorhin auch schon gesagt hast, wie kriegt man dieses XLR-Kabel, dieses dicke schwarze Kabel in den Laptop? Und dafür habe ich ein kleines Mischpult, das zeige ich auch mal gerade ganz kurz. Genau, da sieht man jetzt rechts, wo es jetzt auch blinkt, das ist ein USB-Interface, das liegt so bei 130 Euro in dieser großen Variante mit 4 XLR-Anschlüssen, das heißt, ich kann 4 Mikrofone anschließen und das Ding hat hinten einen USB-Anschluss und wird einfach per USB dann in den Computer geschleift und dort als Audioquelle auch ja, erkannt. Und von daher wähle ich bei Zoom im Prinzip in der Audioquelle dann eigentlich nur das Mischpult aus und kann dort beliebig viele Funkmikrofone auch anschließen. Viele haben ja aus ihrem Veranstaltungsbereich auch diese normalen Handfunkmikrofone mit diesen schwarzen XLR-Kabel. Das heißt, man muss sich auch nicht immer neue, teure Hardware kaufen. Man kann wirklich mit so einem USB-Interface oder auch mit Funkmikrofon, mit vorhandenen Spiegelreflexkameras arbeiten, mit so einem Adapter, ohne jetzt wirklich nochmal mehr ausgeben zu müssen. Es gibt auch welche, ich habe hier noch so ein kleines, das nutze ich ganz gerne für mobile oder für Projekte, wo ich unterwegs bin. Das ist von Yamaha, AG06 heißt das. Das ist auch ein USB-Interface. Das bedeutet, das hat hier hinten, wie gesagt, diesen USB-Anschluss und von dort geht es in den Computer. Und das hier braucht zum Beispiel noch nicht meine eigene Stromversorgung, sondern das zieht den Strom über USB vom Computer und bietet auch für einen XLR-Anschluss auch eine Phantomspeisung. Das bedeutet, Mikrofone, die eben nicht über eine Energiequelle verfügen, bekommen dorthin ihren Strom. Genau, das ist im Prinzip auch etwas, wo man eigentlich sehr, sehr flexibel und auch in jedem Setting im Prinzip arbeiten kann mit einem Mischpult, Funkmikrofon, unterschiedlichen Kameras. Und du hattest vorhin schon dieses Arte Mini auch erwähnt. Der Christopher Bechtold hatte schon den Link in den Chat geschrieben. Danke dir dafür. Und der Timo Wersemann schreibt auch gerade noch von Logitech, ihr seid klasse, schreibt schon gleich zu den PTZ und Konferenzkameras den Link dort rein. Wie gesagt, die sind auf dem ersten Blick erstmal nicht billig, aber mit günstigeren Geräten kann man zwar arbeiten, aber je nach Kontext kommt man sehr schnell einfach auch an die Grenzen.
Wie gesagt, angefangen habe ich auch mit einer ganz normalen Logitech-Webcam. Ich hatte mir dann irgendwann eine Brio-Kamera gekauft, die mit 4K-Auflösung liegt so um die 140, 150 Euro von Logitech. Mittlerweile nutze ich meine Spiegelreflexkamera. Ja, als Setting hinten dran, ich sitze ja jetzt in der Tat nicht vor einem, wen wundert's, vor einer Wand mit einem fluoreszierenden Filmzeichen, sondern ich nutze ein Greenscreen, da wurde ja schon gezeigt. Das heißt, Zoom selber verfügt ja schon über eine Greenscreen oder eine virtuelle Hintergrundfunktion. Ich nutze hierfür aber auch nochmal ein externes Programm, was ich gleich auch gerne nochmal zeige. Auch hier, wie gesagt, bei dem Greenscreen handelt es sich einfach um ein Tuch, was ich mir hier an die Wand gehangen habe. Das ist 3 auf 2,20 Meter. Viele sagen, man braucht unbedingt so eine Leinwand, weil die faltenfrei ist. Mein Tuch ist nicht faltenfrei und es funktioniert aber trotzdem, ich sag mal, relativ gut. Das Einzige, wo man eben beim Greenscreen aufpassen muss, ich muss jetzt hier gerade mal eben nochmal meinen Hintergrund wieder reinsetzen. Einen Moment. Genau, das Einzige, worauf man beim Greenscreen eben achten muss, ist, nicht zufällig irgendwie was Grünes anzuhaben, weil sonst ist man natürlich weg. Und die Erfahrung macht man meistens, wenn man dann vor dem Greenscreen sitzt und vielleicht irgendwie so ein Hemd auch mit grünen Schattierungen oder mit grünen Mustern hat, die dann halt eben auch weg sind. Das Gleiche, wenn man eine blaue Wand benutzt und dann eben ja blaue Kleidungsstücke trägt. Genau, soweit. An Software, du hattest ja gefragt, wie was benutze ich selber auch mit zum Aufnehmen. Wir hatten das auch schon mal in den unterschiedlichen Webinaren zum Thema Zoom. Das möchte ich hier einfach auch noch mal gerade ganz kurz demonstrieren. Ich sehe hier gerade ein bisschen so. Und zwar, das ist ja die Zoom-Oberfläche. Desktop 1. Ich nehme mal kurz den künstlichen Greenscreen oder den Greenscreen bei mir hinten raus. Und wenn ich jetzt bei Zoom in die Videoeinstellungen gehe, habe ich ja auch schon den virtuellen Hintergrund. Das heißt, Zoom bietet mir an und für sich schon mal Möglichkeiten, mit anderen Hintergründen auch zu arbeiten. Und das macht die Software richtig gut. Ja, also selbst wenn ich keinen Greenscreen verwende, kommt es immer wieder noch zu so Artefakten, wie es jetzt unten auch am Tisch zu sehen ist. Aber ich sage mal, für eine reine Software-Geschichte ist das wirklich fantastisch, was hier möglich ist. Und über Einsatzszenarien hatten wir hier auch schon mal gesprochen. Wie gesagt, ich benutze eine Software, eine Broadcast-Software parallel. Sie sehen jetzt, dass hier in den Videoeinstellungen bei Kamera eine virtuelle Kamera mit drin ist. Ja, also es ist jetzt nicht eine der Kameras, die physisch angeschlossen ist, sondern es ist eine virtuelle Kamera. Das heißt, ich habe noch eine Software im Hintergrund laufen, die ich Ihnen jetzt einfach auch mal ganz kurz zeige. Dafür muss ich hier die Fenster mal alle nochmal ein bisschen ordnen. Ich ziehe die hier mal eben rüber, genau. So. Genau, das hier ein Fenster. Die besteht aus vielen kleinen Fenstern, die ich mir jetzt hier einfach mal rüberziehe. Genau, so, und das ist die Software eCam. Ich ziehe mal ein bisschen runter. Die gibt es nur für Mac OS, ist eine kommerzielle Software, die kostet auch Geld. Also es gibt eine Variante, eine kostenlose Variante, eine für 12 Euro im Monat, eine für 20 Euro im Monat, je nach Funktionsumfang. Und ich habe jetzt hier einfach Möglichkeiten, unterschiedliche Settings festzulegen. Das heißt, diese Kamerawechsel, die ich hier vorhin gemacht habe, steuere ich im Prinzip über diese Software und kann dann hier in diesem Vorschaufenster auch festlegen, welche Kamera, die jetzt hier gerade angeschlossen ist, wird denn jetzt angesprochen. Genau das Gleiche kann ich jetzt auch machen, wenn ich ein Fenster habe und zum Beispiel eine Bauchbinde irgendeinen Text einblenden möchte, klicke ich dann jetzt hier, ich sag mal, auf eine festgelegte Szene, die dann eben eingeblendet wird. In dem Fall dann, wie gesagt, die Bauchbinde oder eine Grafik oder wie auch immer.
Wie gesagt, hier steuere ich auch meinen Greenscreen. Den kann ich jetzt deaktivieren und oder wieder freischalten. Ich kann hier auch den, ich sag mal, ja, den Fade-Level vom Greenscreen kann ich hier nochmal sehr gut auch nochmal bearbeiten. Kann nicht jede Software so gut. Ich kann auch sagen, transparenter Greenscreen oder was das macht, zeige ich Ihnen auch gleich mal. Und ich habe hier auch nochmal Möglichkeiten, von der Kamera zu steuern. Das heißt, selbst wenn die Software es nicht zulässt, kann ich über dieses Programm auch nochmal, ich sag mal, Farbtemperatur ändern, ja, auch noch Änderungen vornehmen und ich sag mal, an der Bildqualität nochmal ein bisschen was schrauben. So, transparenter Hintergrund hatte ich erwähnt, und zwar für den Fall, dass ich zum Beispiel mal, ich muss hier mal gerade kurz was vorbereiten, mal aus der Bildschirmfreigabe mal kurz rausgehen. Genau so, und jetzt gehen wir hier mal in die Bild- und Bildansicht, die ich hier vorbereitet habe. Das heißt, das ist jetzt eine Bildschirmfreigabe von meinem zweiten Monitor, wo jetzt eben die, ja, die Kameras, die ich gezeigt habe, das ist hier diese Hudley IQ-Kamera, alternativ dazu übrigens auch Jabra Panacast, die hat 3 Linsen und erstellt 180-Grad-Bild. Wie gesagt, die Links stellen wir alle rein. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit über mein Fenster, ich ziehe das mal gerade hier rüber, damit Sie das auch sehen. Nee, sehen Sie nicht, weil es nicht freigegeben ist. Nochmal ein Bild von mir bzw. eine Kamera einzufügen. Na, hier war ich, genau. Und hier den Greenscreen mit dem transparenten Hintergrund festzulegen. Das heißt, jetzt kann ich über die Software im Prinzip steuern, dass ich, obwohl ich jetzt also mitten in der Freigabe im Prinzip doch mal mit einer Kamera mit drin bin, kann dieses Bild von mir jetzt auch vergrößern, verkleinern und auch verschieben. Der Christopher, der nimmt uns im Chat gerade einiges hier weg, genau. Und zwar gibt es, also wie gesagt, das ist jetzt eine kommerzielle Software, die ich jetzt hier nutze, eCam Live. Es gibt aber auch eine kostenlose Software, die ist Open Source. Und Philipp, du hattest dir die auch schon mal angeguckt. Und zwar ist das OBS Open Broadcast System. Genau. Philipp, was sagst du denn dazu? Ja, das ist das OBS Studio. Ich gebe dazu auch mal meinen Bildschirm frei. Wie gesagt, das OBS Studio, das gibt es auch für Windows, für Mac wie auch für Linux. Und diese Erweiterung, dass man dort einen virtuellen Kamera-Output hat, den gibt es leider nur für Windows. Das ist einer der Gründe, warum ich OBS auf einem MacBook nicht nutzen kann. So. Ja, das ist also jetzt OBS Studio, die Webseite davon. Und da haben wir hier auch sehr gut schon mal eine kleine Vorschau. Es gibt hier ganz einfache Felder, wo man sagen kann, hier ist zum Beispiel, sind die Quellen. Quelle meint hier einfach die Bildquelle. Also welche Kamera, die angeschlossen ist an den PC, soll es denn jetzt sein? Und OBS schaltet sich quasi dazwischen. Zwischen die Kameras oder den PC und der Streaming-Software. Das Gute bei OBS ist, es bindet sich nahtlos an Zoom an und wird quasi bei Zoom in dem Meeting-Client als Kamera erkannt. Da muss ich einfach nur sagen OBS und in dem Moment kommt der Input von OBS. OBS kann auch Bauchbinden, kann Untertitel, kann separate Tonquellen, ist ein ja, sehr mächtiges Tool, muss man sagen. Aber OBS ist nicht immer so stabil. Und der Teufel liegt hier manchmal im Detail. Das heißt, wir haben das auch schon in mehreren Streaming-Sessions getestet. Dann hat man plötzlich mal keinen Ton, weil der Ton nicht der ist, der zu der Kamera ausgewählt wurde. Also man muss da manchmal schon in tiefere Menüebenen, manchmal stimmt auch das Seitenverhältnis vom Bild nicht und man wundert sich, woher kommt es. Dann liegt es an einer kleinen Einstellung. Also pro OBS, es ist kostenlos. Außerdem funktioniert es für Mac und für Windows. Und man muss sich allerdings gut reinarbeiten und ganz so stabil ist es dann letztendlich doch auch nicht immer. Wichtig ist auch, dass man einen performanten Rechner hat, also eine lahme alte Gurke von früher tut es dann hier nicht
Und dementsprechend ist auch noch wichtig, eine stabile Internetleitung zu haben. Open Source hat halt manchmal diese kleinen Tücken. Deshalb, bevor man damit live geht, viel trainieren, viel üben. Aber letztendlich hat man auch den ein oder anderen Euro gespart, wenn man OBS halt eben nutzt. Okay, super. Ja, danke schön. Also vor allen Dingen in der Gamer-Szene ist, also in der Streamer-Szene ist OBS sehr verbreitet und es gibt auf YouTube jede Menge tolle Videos auch mit dazu. Genau, wir haben jetzt hier nochmal so ein paar Fragen, auf die ich gerne eingehen will. Und zuallererst mal so die anscheinend wichtigste. Hier unten die Schreibmaschine, über welche Schnittstelle ist sie denn eingebunden? Das ist noch ein ganz klassischer Standard, genau. Funktioniert noch nicht über USB. Vereinzelt der Hinweis natürlich zu dem Mischpult, zu dem Audio-Interface. Also natürlich Yamaha und auch Alesis. Das sind alles Geräte, die jenseits der 100 Euro sind. Es gibt auch günstigere Geräte. Es gibt von Behringer auch eins, das kostet knapp 45 Euro mit einem XLR-Anschluss. Haben wir in einem Projekt auch letztes Jahr benutzt, ich sag mal, für ein Funkmikrofon anzuschließen. Es ist brauchbar, aber wie auch hier vom Florian im Chat der Hinweis kommt, qualitativ, und das kann ich auch bestätigen, sind die natürlich auch hinter Yamaha oder den Alesis Mischpulten. Und hier ist es halt manchmal oder ganz oft eben wie bei Werkzeug und bei vielen anderen Dingen, wenn man billig kauft, kauft man eben zweimal. Ich habe zum Beispiel mit dem Yamaha habe ich auch angefangen und in einer Zeit hatte ich mich noch nicht so wirklich damit beschäftigt und hat komplett übersehen, dass das nur eine Phantomspeisung hat. Das heißt, ich kann keine zwei Kondensatormikrofone anschließen. Das hat mich dann so ein bisschen geärgert, dass ich dann auf das fast preisgleiche Alesis mit vier Anschlüssen umgestiegen bin. So, dann genau, Hinweise zu OBS. Die Diskussion zwischen Florian und Timo, das können alle soweit nachlesen. Aber ich hoffe, das sind schon mal so ein paar Impulse. Genau. Ich gebe jetzt einfach auch mal zurück hier in die Leute, die jetzt da sind. Schalte auch mal gerade für den Stream in die Galerieansicht. Gibt es denn bislang irgendwelche Fragen, die jetzt da sind? Ideen, Anmerkungen, Ergänzungen? Gerne jetzt einfach mal Mikrofon freischalten und mal mitreden. Wenn ich ein Interview mit zwei Personen, also ich interviewe eine andere Person, brauche ich dann zwei Mikrofone? Ich würde es mal gerade beantworten, Tobi. Ja, gerne. Ganz klassische Antwort, das kommt drauf an. Also im Raum. Ja, genau. Wenn die beiden am Tisch sitzen, ich vielleicht so über Eck, dann ist es durchaus okay, wenn wir ein Mikrofon auf die Ecke des Tisches stellen und beide da einsprechen. Jo. Wenn ich ein Richtmikrofon habe und wir uns gegenüberstehen, dann bietet es sich auch an, einfach ein Richtmikro zu nehmen und es hin und her zu reichen. Mhm. Zwei Mikrofone macht dann Sinn in dem Setting, ich bin draußen, es ist vielleicht windig, der Abstand ist groß, gerade jetzt in Corona-Zeiten, dann macht es durchaus Sinn, dass wir zwei Mikrofone benutzen und die dann über so ein Mini-Mischpult zusammenlaufen lassen. Und wenn ich nur eins nutze, brauche ich keinen Mischpult? Ja, das ist insofern korrekt. Man muss allerdings darauf achten, wie man dieses Mikrofon dann an eine Aufnahmequelle letztendlich anbindet. Das heißt, wenn ich das einfach aufnehmen möchte, dann reicht mir ein Mikrofon, was ich an irgendeinen Rekorder anstecke. Wenn ich zwei habe, muss ich die in eine Mischpult zusammenführen, damit dann ein Signal an das Aufnahmegerät geht. Mhm. Okay, danke. Genau. Also letztendlich dieses USB-Audio-Interface ist ja nur die Erweiterung des Computers um diese XLR-Anschlüsse, dass ich die dort auch anschließen oder auch nutzen kann. Gibt es noch weitere Fragen, Anmerkungen? Ja, ich hätte noch eine. Ja. Ich bin gerade nicht drauf. Stefan zuerst. Stefan, ich gebe dir jetzt einfach mal das Wort. Ja, vielen Dank. Mich würde interessieren, wie hast du denn dein Studio da ausgeleuchtet? Also ich habe nur gesehen, da standen rechts und links einige Lampen rum. Was ist da empfehlenswert? Also,
Genau, ich kann das auch mal gerade eben zeigen. Und zwar ausgeleuchtet habe ich das mit LED-Leuchten, am besten kaltweißes Licht, kein warmweißes, weil das warmweiße Licht sehr für Verfärbung auch im Greenscreen einfach nutzt oder führt. Ich habe hier, das sind eigentlich, das habe ich mir über Amazon zusammengekauft, ganz normale Ständer oben mit Schirmen, und da habe ich von Philips Hue, habe ich dort Birnen drin, die ich über die App, ich sag mal, steuern kann. Das heißt, ich kann dann hier auf Knopfdruck über den Computer, kann ich dann zum Beispiel die Spots ausmachen, ich kann sie anmachen, ich kann auch die Farbtemperatur wechseln. Das ist natürlich jetzt die, ich sag mal, etwas komfortablere Lösung. Ich würde auf jeden Fall darauf achten, kaltweißes LED-Licht, am besten dimmbar, dass man an der Kamera auch mal gucken kann, wann ist es zu viel. Und man muss schauen, man spricht im Idealfall immer von so einer Dreipunktbeleuchtung, also links, rechts und von hinten noch etwas, damit wir hier keine Schatten am Greenscreen haben, die dann einfach auch negativ dargestellt werden. Ich habe das Ganze einfach genutzt mit zwei weiteren Spots, die von der Seite dann einfach von hinten den Greenscreen, die mir die Schatten nochmal wegleuchten. Also die sind gar nicht auf mich gerichtet, sondern auf den Greenscreen und nehmen mir dort den Schatten weg. War das okay erstmal? Ja, vielen Dank. Ja, gerne. So, wer war jetzt noch dran? Sebastian Kuhn hat noch eine Frage. Ich habe noch eine Frage. Wie hast du deine Hauptkamera angebunden ans System? Ja, die Hauptkamera, wie gesagt, das ist eine Nikon D750 Spiegelreflexkamera. Die hat einen HDMI-Ausgang. Und den HDMI-Ausgang, wie gesagt, über diesen Elgato Camlink-Adapter, das ist, wie gesagt, so ein kleiner USB-Adapter, wo ich mit HDMI mit reinkomme. Den habe ich genutzt, der kostet um die 100 Euro, 120 Euro. Dafür kann ich halt die Spiegelreflexkamera nutzen. Okay, Dankeschön. Allerdings, ich muss auch dazu sagen, wo ich so ein bisschen mir schon mal ein Webinar etwas versaut habe im Live, zwar ist das die Latenz mit dem Audio. Man musste mich dran denken, ich hatte ja gesagt, ich habe hier das Funkmikrofon im Moment, gehe damit, ich sag mal, in das Audio-Interface, und man muss halt dran denken, von dem Audio-Interface erst in die Kamera zu gehen, damit das Audiosignal auf dem gleichen Weg in den Laptop kommt, nämlich über das HDMI-Kabel wie das Videosignal. Wenn ich über USB vom Audio-Interface direkt in das Laptop gehe, habe ich fast eine Sekunde Latenz, also Versatz zwischen Ton und Bild. Wer noch Fragen? Ja, ich wollte gerade mal rein. Was ist mit Kameras, die mir von Elgato jetzt nicht unterstützt werden? Das sind ja nicht gerade wenige. Was ist ein Alternativprodukt an dem Punkt? Bitte, Horst, nochmal, das habe ich nicht verstanden. Dieser Elgato-Adapter, dein HDMI-Adapter, ja. Der unterstützt ja nur, ich sag mal, eine bescheidene Anzahl von Kameras, viele halt auch nicht. Was kann ich alternativ nehmen? Ja, also da warte ich jetzt auch gerade. Wir haben es schon beide bestellt, der Philipp und ich. Wir warten noch drauf, aber der David Rödler, ein guter Freund und Kollege, der nutzt das auch schon. Und zwar das Arte Mini von Blackmagic Design. Wir hatten das schon mal erwähnt. Und zwar ist das im Prinzip ein Videomischpult. Es ist diese kleine Box. Da kann man vier beliebige HDMI-Geräte, zwei Klinke-Eingänge stellen. Das Ganze geht per USB in den Laptop. Und jetzt kommt nämlich das Coole, es wird als Webcam-Signal angesehen vom System unter Windows wie auch unter Mac. Und hier habe ich halt auch die Möglichkeit, zwischen den einzelnen Geräten hin und her zu schalten. 1, 2, 3, 4. Das heißt, dort kann ich wirklich kleines Videomischpult machen. Ich kann Bild in Bild machen, künstlichen Screen. Also Greenscreen und so weiter. Und das Teil, das ist sehr preiswert für so eine Box, die kostet mich nur so um die 330 Euro. Punkt 400 habe ich eben gerade gegoogelt, ja. Ja, 340 bei, in Darmstadt ist der auch. Also wenn du bei Idealo eingibst, ab 318 aufwärts. Aber im Moment irre Lieferzeiten. Gut.
So, Christopher, Medien und Bildung, gibt es da noch irgendwas zu ergänzen, wenn ich jetzt schon hier die Rhein-Main-Expertise mit im Raum habe? Achso, nein, ich wollte nur da. Viel, also ich bin auch erst am Experimentieren. Ich habe jetzt noch eine andere Software für den Mac als iCam, aber die kann ich eher nicht empfehlen, deswegen lasse ich es auch gleich. Also ich experimentiere auch manchmal einfach nur mit diesen kleinen Webcams. Ne? Die hattet ihr, glaube ich, vorhin auch, ja. Diese von Logitech, die gibt es auch nicht mehr, so die 180p-Dinger. Da eine oder zwei noch anschließen. Da habe ich halt oft das Problem, dass die Kabel sehr kurz sind. Mit Adapterkabeln, Verlängerungskabeln habe ich so mäßige Erfahrungen. Oft fliegen die mir raus, aber weil wir sonst auch gerade nichts, ich würde jetzt auch, glaube ich, den ATM Mini mir mal besorgen. Oder ich habe auch mal dem anderen Gerät, was der Florian hat, also mit dem Webpresenter schon rum experimentiert. Das ist schon sehr schick, aber genau, hat seinen Preis und ATEM Mini ist, glaube ich, gerade nicht so gut erhältlich, wie ihr schon gesagt habt. Okay. Genau. Also solche Sachen sind, der Webpresenter, den vorhin der Florian gezeigt hat, der ist halt nochmal interessant, wenn ich wirklich lange Kamerastrecken habe, weil ich da auch mit SDI reingehen kann, das heißt nicht mit dem HDMI-Stecker, sondern wirklich mit professionellem Equipment, da könnte ich dann auch quasi von hinten vom langen Raum eine Kamera haben, ohne Ton, aber das Bild für eine Totale oder sowas, für solchen Kram gibt es natürlich auch noch Sachen, wenn man ein größeres Studio hat. Okay, danke schön. Gut. Also grundsätzlich. Darf ich noch eine Frage stellen? Natürlich. Ja, ich klar. Bin ganz im Anfang. Mir ist noch nicht so ganz klar, wofür brauche ich diesen, oder das ist jetzt der Firmenname ATEM Mini. Also was gibt der mir? Also, wir haben ja die Situation, dass viele bestehende Kameras, wie jetzt die Spiegelreflexkameras oder auch ganz normale Camcorder, die sogenannten Puppycams, die haben ja nur einen HDMI-Ausgang, um die an den Fernseher anzuschließen. Und dieses HDMI-Signal muss ich ja irgendwie in den Computer reinbekommen. Mhm, okay. Der Computer darum hat keinen HDMI-Input. Genau. Richtig, also der Eingang. Und wie gesagt, hier dieses ATEM Mini ist jetzt die Möglichkeit, vier HDMI-Geräte, also vier unterschiedliche Kameras anzuschließen und auf Knopfdruck Szenenwechsel zu machen. Ja? Und ich benutze ja dafür, wie gesagt, diesen Camlink-Adapter. Damit, das ist ein kleiner USB-Adapter, damit kann ich aber nur eine Kamera anschließen. Mhm. Ja, wo Sie jetzt diese Nikon angeschlossen haben. Das ist genau, die richtig, Alternative. Richtig. Das ist der Camlink, genau. Und dieses Gerät ist ausschließlich dann für Kameras, nicht für ein Mikro. Dieser ATEM Mini zum Beispiel. Für HDMI-Geräte, das ATEM Mini, das hat auch zwei Klinkeneingänge. Also da kann man auch zwei Mikrofone anschließen und die auch steuern und pegeln. Also das ist im Prinzip ein komplettes Audio, aber vor allen Dingen Videomischpult. Okay, ja, gut. Ja. Danke. Sehr gerne. Ich möchte gerne so Richtung Ende noch ein super Gadget vorstellen, wo ich mich erstmal gefragt habe, was mache ich überhaupt damit und es jetzt nicht mehr hergeben möchte. Und zwar von auch Elgato, das Stream Deck. Ja. Das Stream Deck, das ist hier ein kleiner Kasten, den habe ich hier im Prinzip vor mir liegen. Und mit dem kann ich Shortcuts oder Funktionen von unterschiedlichen Programmen, von der Video-Capture-Software, von Zoom, aber auch vom Computer, kann ich mir hier auf Shortcuts drauflegen. Und Sie haben vorhin schon gesehen, ich habe hier unterschiedliche Szenenwechsel in der Software. Und da möchte ich jetzt nicht irgendwie hier jetzt mit der Maus hier rumgucken und suchen, sondern ich habe mir das hier auf so diese Funktionstasten gelegt. Und wenn ich hier auf diese Tasten drauf drücke, dann wechselt der im Prinzip die Szene und so kann ich mir halt auch wirklich so ein redaktionelles Setting auch für eine größere Veranstaltung auch mit aufbauen. Ich kann aber zum Beispiel jetzt in dem gleichen Setting, wo ich jetzt oben die Videosoftware drin habe, hier Funktionstasten von Zoom hinlegen, dass ich zum Beispiel sage, okay, alle gemutet habe ich drauf gedrückt, dann ist bei Ihnen überall der Ton aus. Ja, oder hier ist mein Ton aus und so weiter. Ich kann mein Licht kann ich hier drüber steuern, etc. Also das ist total vielseitig und das kann ich nur empfehlen. Der Timo, der meldet sich gerade.
Ich wollte nur kurz darauf hinweisen, weil ja Hardware gerade schwer zu bekommen ist und ich weiß nicht, wie das bei dem Touchpad aussieht, aber wer so ein klassisches MIDI-Gerät hat und Open Broadcast Studio verwendet, kann auch MIDI-Geräte daran anschließen. Zum Beispiel von Novation, so ein Launch Control, damit mache ich eigentlich Musik, aber ich kann die Knöpfe davon mit dem MIDI-Plugin, ich tue das gleich noch in Chat, auch per ODS benutzen und da Szenenwechsel machen. Und das ist ein ganz nettes Beispiel, wie man bestehende Hardware aus anderen Projekten auch einbinden kann. Ah, okay, danke schön, ja, super. Jetzt kommt hier gerade noch die Frage, welches Mikrofon passt gut an die Nikon? Also physisch passend tut erstmal jedes Mikrofon mit einem Klinkeneingang. Ja, also das heißt, ich gehe hier über den normalen Mikrofoneingang per kleinen Klinkekabel rein. Und da gibt es jetzt natürlich unterschiedliche Mikrofone. Ich hatte, wie gesagt, eingangs hatte ich jetzt für Smartphones gezeigt, hier dieses kleine Richtrohrmikrofon von Rode für 45 Euro. Wenn man im Internet mal nach Shotgun-Mikrofonen schaut, findet man auch welche für die Spiegelreflexkamera. Die lassen sich oben auch auf dem Blitzschuh draufschrauben und dann per Klinke geht das rein. Das sind ja solche Geräte, sehen aus ja, wie Shotgun, eben wie so ein kleines Gewehr. Das sind sogenannte Richtrohrmikrofone, die nehmen den Ton mit nach vorne weg. Und wie gesagt, ich gehe jetzt direkt von meinem Mischpult Audioausgang in den Eingang von der Kamera ein. Da muss man einfach mal schauen, da muss ich aber auch gestehen, ich habe da nicht so einen allumfassenden Überblick. Ich glaube, da wachsen wir alle im gegenseitigen Austausch. Super, danke. Gut. Mir ging es da nur um die Frage, ob jemand sagt, er hat gute oder schlechte Erfahrungen da schon gemacht, weil ich eben konkret auch so eine Nikon zur Verfügung habe. Das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Okay. Danke. Es ging mir einfach darum, ob jemand gute Erfahrungen oder schlechte Erfahrungen schon gemacht hat mit so einem Mikrofon an seiner Nikon-Spiegelreflex. Ah. Philipp, da hast du was dazu. Ja, also grundsätzlich kann ich da Mikrofone empfehlen, wie der Tobi auch schon gesagt hat, der Firma Rode. Gerade für Spiegelreflexkameras kann man die sehr gut da draufsetzen. Ich halte es gerade mal ins Bild. Also mein Film-Setup sieht dann so aus und das ist eben so ein Shotgun-Mikrofon, was man dazu ganz einfach benutzen kann. Und das wird an die Kamera draufgesteckt und dann ist das wunderbar und einfach zu benutzen. Das Kabel von dem Mikrofon kommt einfach in den Mikrofoneingang der Kamera. Das muss man prüfen, dass die Kamera auch einen Mikrofoneingang hat, als Mini-Klinke. Und dann ist das ein sehr dankbares Mikrofon. Das braucht eine kleine Batterie und dann ist alles gut. Okay, danke schön, Philipp, für den Einblick. Genau, vielleicht, ich möchte einfach noch mal dazwischen werfen. Wir reden jetzt, wie gesagt, hier nur über technische Verfeinerungen, ja, also gar nicht über qualitativen Inhalt. Guten qualitativen Inhalt kann man auch mit einer Laptop-Kamera und dem internen Mikrofon machen. Ist ja aber so die Frage, wie kann man das ganze Setting einfach auch noch mal professionalisieren oder eben auch, ja, ich sag mal, auch optisch ansprechender gestalten, was ja, glaube ich, auch in heutiger Zeit auch mal wichtiger ist. Man muss ja auch erstmal überhaupt wahrgenommen werden und auch auffallen, bevor die Inhalte dann entsprechend überhaupt mal beachtet werden. Gut oder schlecht will ich jetzt hier gar nicht diskutieren, genau. Ja, schön. Gibt es noch abschließend irgendwelche Fragen? Wir nähern uns jetzt der 15-Uhr-Marke. Wir wollen ja eigentlich über die Stunde nicht gehen. Noch offene Sachen, Rückfragen, Anmerkungen, die wir doch aufgreifen können? Das scheint erstmal nicht so zu sein. Dann ja, bedanke ich mich erstmal, also auch für die ganzen Rückmeldungen, fürs Mitarbeiten hier im Chat. Das war echt klasse. Es wird ab morgen wahrscheinlich die Aufzeichnung bei uns im Blog auch abrufbar sein. Erwachsenenbildung-ekhn.blog. Bevor Sie jetzt alle gehen, möchte ich Sie einfach auch noch mal bitten. Wir wollen ja auch immer auch an der Qualität unserer ja, Webinare auch arbeiten, dass Sie uns hier einfach nochmal so ein kleines Feedback auch hinterlassen. kurzelinks.de/poll-studio oder eben schnell mit dem Smartphone den QR-Code abfotografiert.
wenn Sie uns da einfach noch ein Feedback hinterlassen könnten, wäre das ganz ausgezeichnet. Ansonsten, lieber Philipp, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, von deinem Erfahrungsschatz auch zu berichten und auch dein Wissen mit uns zu teilen. Ich glaube, das hat uns alle insgesamt sehr viel auch weitergebracht. Ansonsten war das jetzt auch das letzte Webinar vor der Osterpause. Weitere Webinare sind hier, wie gesagt, im Blog Erwachsenenbildung-ekhn.blog mit drin, eben nach Ostern. Vielleicht sehen wir uns da wieder. Es würde mich sehr freuen. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und bis bald. Machen Sie es gut. Tschüss.